Und damit Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Seven vs. Gothic. Ja, ich freue mich sehr, dass ich nochmal dran sein darf. Es müsste jetzt, glaube ich, auch Folge 40 sein. Krass, dass es überhaupt so lang gegangen ist. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Das Schicksal der Magier. Okay, wir sind im alten Lager. Ich glaube, das da vorne ist Bartolo und wir werden von einem Gardisten geschlagen. Also, das heißt, haben wir da schon Uriziel? Ja, wir haben Uriziel. Ja, ich denke, wir sind im Endgame. Dann laden wir und schauen wir mal, dass wir aus dieser Situation gleich herauskommen. Geht's noch, du Luftpumpe? Wow, 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 wow. Das klären wir, du Eierläufer. Ich zieh mich nur schnell um. Glück gehabt. Ach ja, weil die uns feindlich gesonnen sind, deswegen greifen die uns gleich an. Jetzt gehen wir erstmal in Sicherheit hier. Von wegen in Sicherheit. Ich rasier ihn. Komm her, du Würstchen. Scheiße. Okay. Brauchen wir eine andere Strategie. Sind wir dann aus dem Radar draußen oder können wir aufs Dach hochklettern? Alter, zieh die verdammte Erzrüstung an! Und dann voll auf die Nase! Butz! Ja, okay. Ah, Raven kommt. Raven ist heiß. Ich auch. Ja, leck mich doch am Ärmel. So geht die Folge auch vorbei. Hallo, Mama? Bist du das? Nein! Hab ich eigentlich eine andere Rüstung? Ja klar, warum zieh ich denn die Rüstung an? So, jetzt halt rechnen wir mal ab hier, mein Freund. Na, mit der Rüstung hast du Respekt, ha? Ah, komm her. Hat ja lang genug gedauert. Und du Wurst auch und links. Schönes Schwert. Schaut aber doof aus mit dem Bogen da, ganz ehrlich. Das machen wir da weg, das gefällt mir gar nicht. Sag mal, sind wir bei der Faring Fashion Week? Können wir eine Armbrust tragen? Natürlich nicht. So. Gut, dann schauen wir erstmal ins Tagebuch. Wir sollten sicher sein für den Moment. Das magische Schwert Uriziel. Ich glaube, aufgeladen ist es. Das Treffen ist noch offen, Arons Truhe. Ja, so wie es hier aussieht. Ah, Bartolo kommt auch. Der will auch noch was vom Kuchen abhaben. Jetzt rechnen wir ab, Kalle! Na, kommst du da hoch, hä? Bam! Hey, da oben hast du echt die Pool Position, ne? Na, komm doch hoch! Ach, so einer bist du. Na, dann komm ich runter. Bist du jetzt runtergefallen? Hast du auch schon geschafft. Schau nicht so blöd. Oh, warte, ne, Freunde, dich grill ich, ey. Dich grill ich hier. Ja, wir haben Uriziel. Wir könnten eigentlich das Spiel schon beenden, wenn ich das so richtig sehe. Aber jetzt muss ich mal... Er ist runtergefallen. Mein Ziel ist es, hier jetzt auf jeden Fall die Erzrüstung zu reparieren. Weil vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Schabernack im Lager machen, weil dann hält man die Chance auch groß. Zumal ich jetzt in diesen letzten 25 Minuten, glaube ich, das Spiel erst könnte sportlich werden zu beenden. Aber so hätte man halt dann gewährleistet, dass Sky, willst du nicht in Deckung gehen, und der werte Herr Graf vielleicht auch nochmal eine Folge aufnehmen könnten. Und dann hätten wir doch eine schöne Runde gemacht. Wäre doch schön, wenn beim Grafen das Spiel zu Ende gehen würde. Habe ich da auch ein Wörtchen mitzureden? Mit Jorgenson hat's begonnen. Mit dem Grafen wird es enden. Fertig mit Mimose spielen? Ja, ist ja gut, Mann. Da oben, du bist auch noch am Leben. Denkst du daran, dass wir hier noch was zu erledigen haben? Ist das Grau? Hallo? Oder Anthrazit? Hallo? Woher kommt dieser Fleck?
Hallo? Ja, bitte? Hat's heute Nacht geregnet? Sag mal, stellt es euch, dass ich mich abschlachte? Sag mal, interessiert dich das überhaupt? Dich kann ich doch auch mit einem Roundhouse-Kick machen. Nein! Stirb! Ah! Wo hast du die Musik denn ausgegraben? Ich komme mir vor wie in Rambo 2. So. Der Vorhof müsste jetzt gesäubert sein. Jetzt haben wir hier drinnen vielleicht noch ein paar Gardisten. Da oben. Ach, Arthur, grüß dich, mein Buddy. Ich bin Arthur. Ich bin Gomez Leibwächter. Amateur. So, Showdown mit Gomez. Wen könnten wir noch drinnen haben? Der andere Erzbaron da, dieser Mufasa, nee, Scar. Nein, euch mache ich nichts. Schauen wir mal. Scar auch schon weg oder hat er sich anders positioniert? Hi, Syrah. Willst du einen Lapdance? Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ich war fleißig in der Muckibude und freue mich drauf, dir mein magisches Schwert durch das Gesicht zu ziehen. Damit willst du mich beeindrucken? Mut und Dummheit liegen dicht beieinander. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Und? Ich hoffe, das war nicht schon alles. Du sollst deine Chance kriegen. Wenn du... Dein Ernst jetzt? Da passt gar nichts. Schau dir diesen Zipfelklatscher an. Der soll der Obermacker der Kolonie gewesen sein? Wir könnten hier sehr viel plündern, glaube ich, aber... ja, wofür? Wir sind OP, wir haben alles, wir sind die Geilsten. Von dem her. Ach, Torus, dich lasse ich am Leben. Wir sprechen uns in Seven vs. Gothic 3. Dann befreien wir Stone. Da ist er ja. Ich heiße Marvin. Steckst mit diesem Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Sieh mal einer an. Einer aus dem neuen Lager. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. Doch, will ich. Junge! Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier aufkreunst. Aber... warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Ab Dank! Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Wir sehen uns! Ich glaube, das wurde schon öfters mal angesprochen. Ich glaube auch bei Jorgensons Videos. Aber ich finde diesen Teil hier so bescheuert. Was haben wir für eine Motivation, Stone zu befreien? Ja. Wenn da einer der Freunde drinnen gewesen wäre, wie Diego oder Milton oder keine Ahnung was, das wäre was ganz anderes gewesen. Und dann könnte man das ja so drehen, dass, die Stone überreden, die Rüstung zu verbessern. Aber tut jetzt so, als wären die der Best Buddy und, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich lege mich mal schlafen, dann ist der schon mal in der... Ach ne, da ist er ja schon. Auch der olle Stone ist nicht der hellste. Daher spulen wir mal vor. Sag mal, ist es jetzt dein Ernst? Hast du es jetzt?
Ich habe Schulden bei Scatty. Lass mich mal vorbei. Bitte geh jetzt einfach durch. Ist ja gut, Alter. Alter. Da bist du ja, du Arsch. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir, du Arsch. Ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken, du Arsch. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast. Hier ist deine neue Garderüstung. Lass sie dir nicht zu sehr von den Söldnern zerbeulen. Wir sehen uns, du Arsch. So. Sind wir bestens gerüstet, genug Tränke haben wir auch. Ja, Viertelstunde noch. Ich möchte da auch jetzt gar nicht zum Ork-Tempel gehen. Vielleicht kann ich jetzt noch die eine Quest da machen, die das Treffen. Und zwar beamen wir uns jetzt dazu ins Sektenlager. Übrigens auch schön, dass wir jetzt alle... ...dass wir alle Teleporter haben. Und dann nehme ich einen Geschwindigkeitstrank zu mir. Da haben wir ja auch mehr als genug. Dauer 5 Minuten, perfekt. Und wir gehen zu Lester. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht, die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit seinem Penis. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Das gibt sowas von keinen Sinn, ne? Wir wollen uns treffen. Wurde aber auch Zeit! Und dann, nö, ich bleib noch ein bisschen hier. So. Dann... machen wir das gleiche mit Gorn, falls wir es... Oder haben wir das schon dann gemacht? Ach nee, wir haben ja schon mit Gorn gesprochen. Macht aber nichts, dass wir da sind. Ich hätte nämlich noch... Ja, bitte? Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, Sky nicht mehr zu trollen, weil letzte Folge und so, ne? Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, ich fände es schön, wenn... Ganze Sätze, bitte. ...der Graf nochmal eine Runde spielen könnte. Dass wir alle gleich viel Folgen haben. Du hast doch nur Schiss vor dem Ork-Tempel. Gib's zu. Keine Antwort? Dachte ich mir. Grüßt euch. Servus. Servus. Nein, du bist immer noch da. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, da hätten wir alle gleich viel Folgen. Und in den 10 Minuten, ja, ich komme bis zur Orkstadt, ich komme bestimmt auch in den Tempel rein und dann war's das. Und dann würden wir den Grafen auslassen und ich finde das ein bisschen doof. Und deswegen möchte ich jetzt mal gucken, ob das mit dieser Mod überhaupt funktioniert. Denn in meiner allerersten Version, in meinem allerersten Run von Gothic 1, konnte ich in die alte Mine gehen. Und die war gar nicht verschüttet. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das hier auch möglich ist.
Ja, wir können rein. Erstmal speichern. Au, scheiße. Ja, das war jetzt nicht gut. Sorry. Remo, der alte Esel, weiß mal wieder nicht, was er macht. Daher spulen wir auch diesen Outtake. Der Templer räumt mit auf. Ist das geil. Ist das geil. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Schönen Gruß vom Grafen. Pass auf deinen Rücken auf. Und wenn das jetzt alles so timed, wie ich mir das vorstelle, dann gehen wir... Ey, vielleicht können wir Arons Truhe noch abschließen. Das wäre jetzt noch... Das wäre von dem fetten Eisbecher mit Sahne die geile Kirsche drauf. Na komm, 7 Minuten haben wir noch, das probieren wir. Bis zu Aron ist es ja nicht weit runter. Na dann, Remo. Mach ein letztes Mal Retro-Mucke und lass uns den Bums hier beenden. Machen wir es noch ein wenig leicht, aber ich meine, gut, er kommt da sicherlich sehr leicht raus. Es ist einfach nur die Verwirrtheit. So, gehen wir zu Asgarn und da stellen wir ab. So, ich möchte in der Zeit noch ein paar Worte verlieren und zwar vielen, vielen Dank für euren Support, für eure lieben Kommentare und Däumchen nach oben. Vor allem auch für eure Abos. Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit hier so passiert ist. Und es würde mich freuen, wenn ihr ab und zu auch mal bei mir so vorbeischaut, auch wenn ich keinen normalen Gothic-Content überwiegend mache, sondern eigentlich eher Retro-Content, wobei Gothic nicht so kurz kommt. Ich mache genauso meine Sketche und ja, einfach Gothic-Content nur nicht überwiegend. Und ja, vielen, vielen Dank für alles. Es war ein wunderschönes Projekt. Schön, euch alle kennenlernen zu dürfen. Und ja, jetzt mein letzter Trollversuch, ne? Bin eigentlich ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber etwas endet, etwas beginnt und ich habe irgendwas gehört, da ist vielleicht irgendwas noch in Planung in Zukunft. Aber wir werden sehen. Alles wird gut. Und so nennen wir auch den Spielstand. Mir hat es auch gefallen. Auch wenn der alte Remo mich oft zum Ausrasten brachte, war es doch ein sehr schönes Projekt. Also bis zu Gothic 2. Probe die Ehre, Fiat's Eich, Servus. In diesem Sinne, schaut beim Sky morgen vorbei und hoffentlich auch nochmal beim Grafen. Und ja, das war's von meiner Seite. Macht's gut.